Ich hab dir doch gesagt, dass du nicht so viel Gepäck mitnehmen sollst. Naja, aber ich möchte ja nicht so sein. Würde ich das Kind tun, was ich kann. Das schwere Gepäck kann ich dir abnehmen. Aber den Weg kann ich dir leider nicht ersparen. Der Engel hat zu mir gesagt, dass mein Kind etwas ganz Besonderes sein wird. Gott wird mit ihm sein. Mit ihm fängt etwas ganz Neues an. Dabei sind wir doch ganz einfache Leute. Glaubst du, Gott hat uns den Menschen nahe zu sein? Ich weiß es nicht. Ich kann ehrlich gesagt jetzt auch nur an dich in der Stelle hindenken. Wir müssen auch noch bis nach Bethlehem. Aber es ist nicht mehr weit. Komm, wir laufen noch ein Stück. Sieh die Lichter davon. Das soll Bethlehem sein. Die haben wir weit gehabt. Endlich! Und wo werden wir schlafen? Hast du hier noch Verwandtschaft? Ich weiß es nicht. Alle sehen so fremd aus. Ich war auch schon lange nicht mehr hier. Ich hoffe nur, dass wir bald eine Lösung finden. Ihr schafft euch sofort nach oben, kann ich euch irgendwie helfen? Ja, wir suchen ein Zimmer für die Nacht. Haben Sie vielleicht eine Idee? Das wird sehr schwer, wie der Volkszimmer ist ja alles überfüllt. Hoffentlich finden wir sie bald. Ich bin wirklich schon sehr müde. Josef, weißt du, es ist schon schwer, an Gottesdienst zu glauben, wenn man so müde ist und so einen schweren Weg gehen muss. Interessant. In den Palmen Davids heißt es, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Also, wen sollte ich mich dann fürchten? Nicht fürchten? Du hast gut reden. Ich glaube, du kannst uns den Not nicht vorstellen. Ich verstehe Gott nicht. Er hat alle Macht und dennoch regiert auf der Erde das Böse. Schreitet er endlich ein? Ich habe zu Gott gebetet. Zuerst war ich sehr enttäuscht, dass er uns nicht hilft. Aber es ist doch wundervolles passiert. Ja, wir haben jetzt auch keine Zeit, um über die Schluss zu reden. Wir brauchen ein Zimmer. Komm, Maria. Du, schau mal, du der Atmung, das sieht doch edel aus. Guten Tag, werter Herr. Hätten Sie für mich und meine Frau ein Zimmer frei? Wie kommt ihr denn daraus? Solch ein Gesinde wie euch gebe ich doch keine Obdach. Hier verkehren wir feine Leute. Und schon wegen der Volksstimmung ist mein ganzes Haus voll. Also, wart ab. Die halten sich für was Besseres. Komm, Maria, da möchte ich auch was sagen. Jürgen, passt das hier doch nach einer gemütlichen Kneipe aus. Die sind bestimmt freundlicher. Guten Tag, werter Herr. Wir kommen aus Nazareth, das ist die in der Volkslinie hier. Meine Frau ist schwanger, wir brauchen dringend eine Unterkunft. Mein Haus ist bis unter das Dach voller Menschen, da kann ich euch beim besten Willen nicht mehr unterbringen. Aber ich habe noch einen Stall, ganz in der Nähe des Hauses. Dort ist es warm und ihr seid allein. Dort hinten ist der Stall. Ich werde euch gleich noch ein paar Decken und etwas zu essen vorbeibringen. Bis gleich. Vielen Dank. Das ist gar nicht so einfach. Man muss immer die Tiere pflegen in dem Stall. Tja, aber erträumt habe ich mir diese Arbeit auch nicht. Aber wir bekommen ein Auskommen dafür und viele Freunde haben wir ja auch nicht gerade bei den Menschen im Moor. Der gibt sich schon mit armen Hirten ab.
Nein, so habe ich mir mein Leben nicht vorgestellt. All das klar muss nichts. All das Klagen und das Jammern nützt nichts. Wir haben. Wir können froh sein, diese Arbeit zu haben. Oder willst du Hunger? Nein, natürlich nicht. Selbst Mose und David waren Hürden. Vielleicht werden aus den kleinen und verachteten die ganz großen Boten. Jetzt greifst du aber nach den Sternen. Du vergleichst uns mit den großen Propheten und sogar mit König David. Es ist nicht gut, sich damit zu vergleichen. Hol mal lieber noch ein bisschen Holz jetzt. Darum schenke ich dir eine Playstation.